So, und willkommen zurück. Ich habe etwas vollbracht, und zwar Opas Hose daran gebracht. Und Voila, ein wunderbarer Keilriemen. ich konnte mir draußen die Wäscheleine nehmen. Er schießt der Wäscheboy. Ich mir die Wäscheleine nehmen. Nicht, dass ich das vorher noch nicht gekonnt hätte oder so. Ja, aber weiter habe ich noch nicht rumprobiert. Ich habe mir ziemlich irgendwie die Vorstellung, dass wir auf jeden Fall das irgendwie mit einem Seil verbinden, irgendwas hier. Ich sollte daran nicht weiter herumdocken. Sie erfüllt Nee, nicht irgendwie. Mit der Stange und dann mit dem Ding und dann irgendwie. Ja. Spot, du brennst mir hier lieber nichts weiter ab. Ich weiß nicht, funktioniert das jetzt eigentlich? Das sollte ja auf jeden Fall jetzt. Mal. Ah, okay. Ja, also reinschaffen ist halt nicht. Das haben wir schon gedacht, aber halt. Ja. Aber ich bin schon gut vorwärts gekommen, also finde ich jetzt zumindest für meinen Teil. Achso, das hat er nicht eingepackt. Nein, also ich denke mal, wir sind. Ich halt, werde die jetzt eigentlich verbinden oder so. Was ist eigentlich, wenn wir den Stein hier runterschmeißen? Die Idee ist gut, aber noch fehlt etwas. Ja, hat da keinen Bock. Tja. Ich weiß nicht, vielleicht Spot irgendwie, dass der das halt offen hält. So als Fetti. Gute Idee. Wenn ich Spot an den Fahrstuhl binde, hält er ihn vielleicht lange genug auf. Ja, genau. Okay. Gut, Jetzt dann zier dich sollte es nicht eigentlich so. Wird schon funktionieren. nichts passieren. Gut, dann hauen wir uns einfach hier noch einen Hebel und dann hält er den ja offen. Passt schon. Oh nein. Spot? Oh, Spot? Oh Gott, was habe ich getan? Was habe ich getan? Nein! Ah, da bist du ja wieder. Lass diese Albereien in Zukunft bitte, okay? Du weißt doch, dass ich schwache Nerven habe. Gott, mit der Robbe kann man nicht alles machen. Wir haben jetzt. Haben wir jetzt den letzten. Ja. Yay. Dann können wir jetzt den Plattenspot hier vielleicht. Wie blöd der guckt! Oh, herrlich. Hier einen Hebel packen? Sieh her und lerne. Dann kannst du beim nächsten Mal vielleicht diese Hebelrätsel für mich lösen. Okay. Was soll eigentlich das Ei jetzt hin? Ist weg, war. Ach, ja, toll. Stein will er noch nicht machen. Ja. Die Hose. Ja, ich überlege gerade, ob wir die vielleicht austauschen können. Ist jetzt platt. Ist bestimmt auch richtig. Bestimmt extra dafür gemacht hier. Warum nicht? Er erfüllt bestimmt denselben Zweck. Komm, Spot einfach dazwischen die Räder geklatscht und dann. Oh Gott, das ist so. Wie der guckt so. Oh mein Gott, was passiert gleich? Ich werde sterben und dann so. Ja, das wirst du. Jetzt können wir doch endlich den Stein hier runterschmeißen. Die Idee ist gut. Oder hält er das so auf, dass er sich nicht dagegen wehren kann? Oh. Ach, zumindest Verflucht, das ist es wohl funktioniert's. noch nicht ganz. Ich habe einfach nicht genug Zeit, um zur Tür zu kommen. Na. Kannst du es irgendwie anhalten oder so? Ach, muss ich Nicht eben. nötig. Das lässt sich ganz einfach mit der Hand bedienen. Vielleicht die Hose? Dass der Stein da reinrollen kann? Ja. Nur den Stein hier aufs Regal und dann warten wir jetzt ganz gechillt. Unglaublich. Oh, die Lok. Maurice Medium Museum ist wirklich sein Geld wert. Vor allem, da ich jetzt den Fahrstuhl repariert habe. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Wegfahrsperre. Vielleicht können wir die mit dem Hauptschlüssel bekommen. Wäre zumindest ganz nett. Mist, der Schlüssel passt hier leider nicht. Warum sollte er auch? Ja, wäre schön. Kohlebehälter und die Lokomotive erstmal so angucken. Wow, Maurice Medium Museum ist wirklich sein Geld wert. Ob mich dieser Zug nach Corona bringen kann? Ich schätze, ich habe keine andere Wahl, als es auszuprobieren. Aber erst einmal muss ich wohl den Kohlengrill anheizen. Okay. Wenn ich die Lok in Betrieb nehmen will, dann muss ich wohl zuerst einmal die Kohlen anheizen. Mist, meine Hand passt nicht durch den Schlitz. Wie soll ich Ja. denn jemals an diese Kohlen rankommen? Wenn meine Hand nicht durchpasst, dann jemand anderes.
Ja, das könnte passen. Huch. Jetzt ist er weg. Warum sollte ich pusten? Da ist kein Feuer im Ofen. Nein, ich wollte eigentlich das. Egal. Was haben wir denn noch mit dem Messer hinterher vielleicht? So kann ich gerade mal ein wenig Kohle abkratzen. Ein Feuer bekomme ich so aber nicht. Ach so. Ja, klar. Feuer will er ja haben. Flammen! Ja, ja, es hat funktioniert. Die Kohlen brennen. Das war jetzt nicht weiter schwer. Ich muss nur noch die Wegfahrsperre lösen und es kann endlich losgehen. Ah, okay, dann nehmen wir am besten hier unser neues Hightech-Gerät. Das kriegt der bestimmt das? Hin. Nein, ich bin einfach zu ungeschickt, um das Schloss auf diese Weise zu knacken. Hauen wir Spot rein nochmal? Komm. Hey, Spot, kannst du dieses Schloss nicht irgendwie, weiß auch nicht, aufwickeln? Hey, warte mal. Ich glaube, ich habe einen Plan. Was macht denn der jetzt? So, und nun zu Phase 2 meines Plans. Ah, okay. Wieder wäre, sich eine Phase 3 ausdenken. Okay, er hängt schon mal dazwischen. Das sieht sehr gut aus. Ich würde sagen, wir machen einfach fett, weil das dann wegsprengt. Oh, geil. Ja. Ja, es hat funktioniert. Die Wegfahrsperre ist gelöst. Ja. Corona, ich komme. Hoffentlich ist es nicht schon zu spät. Hammer. Oh Gott, wie ich mich jetzt echt über den letzten... Oh, ich bin so stolz auf mich. Lobpreiset mich für meine Genialität. Und erfreut euch an dieser Szene. Wir fliegen. Und da war es dann. Inmitten des Nichts, zwischen den Wolken, thronte auf einer einzigen letzten Felsnadel das Schloss Corona. Cedric hatte das Ziel seiner Reise erreicht. Unsichtbare Schienen, ja klar. Corona, oh, ich bin endlich angekommen. Jetzt muss ich nur noch einen Weg hineinfinden. Wir sind diesmal gar nicht eingeschlafen. Oh mein Gott, ich bin so gut. Oh, vielleicht so ein paar Sachen aufsammeln hier. Stock, mal in einem Busch. Der eine Ast reicht. Okay. Spalt, da holen wir es mal Spot durch. Ach nee, der ist ja noch nicht platt genug. Hey Spot, kannst du mir helfen, das Tor zu öffnen? Keine Ahnung. Wer weiß, was sich da drin erwartet. Eins ist aber sicher. Das wird nicht leicht. Wir verstehen uns. Und, hey Spot, wenn du das schaffst, nehme ich einiges von dem zurück, was ich über dich gesagt habe. Viel Glück, Kumpel. Oh, traurig. Spielen wir gerade Spot? Hey, da ist ja der Bote. Die hat es dann geschafft bis hierher. Spot, du bist langsam. So ein bisschen. Hallo, kleiner Freund. Was treibst du denn hier? Bring dich lieber in Sicherheit. Hier könnte es bald sehr ungemütlich werden. Ja. Hehe, braves Tier. Toll. So eine Wippe, können wir drauf wippen und dann, keine Ahnung, was wir eigentlich vorhaben. Wieb. Grasbüschel. Ah, okay. Es kommt... Oh, herrlich. Ach, kacke. Okay, machen wir gleich nochmal. Boings. Warum mein Stein jetzt hin ist?
Okay. Das ist schön, dass der Stein dann wegfliegt. Wie hieß denn der Bote? Hieß der nicht Bobby? Jetzt ist aber mal gut. Kusch! Kusch! Lass mich in Ruhe! Können wir ihn da wegscheuchen? Kusch! 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 Nein. Kusch! Ah! Ah, wir können noch rein. Kühe. Können wir Feuer mit dann machen? Möb. Okay, weiter kommen wir hier nicht. Brutze. Oh Gott, das ist jetzt ein bisschen eklig, ja. Genauso wie das dann. Fieb. Wieder raus. Und ich weiß auch nicht, was uns die Wippe bringen soll, ganz ehrlich. Ich krieg doch bestimmt irgendwie das Rad auf, oder? Ich finde es irgendwie schade, dass wir Bobby nicht irgendwie hochkriegen. Huch. Ich weiß doch auch nicht, wie du das gerade aufmachen sollst. Brutzel. Ist wirklich sehr, sehr traurig hier gerade. Eieieiei. Vorhin ist der Stein ja weggeflogen, kam dann wieder. Hey, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Kommen wir aber auch nicht. Wir kommen nicht über die Treppe hoch. Ich würde sagen, wir springen noch einmal ins auf das Brettchen. Auf die Wippe. Ganz, ganz komisch hier. Soll ich das eigentlich weiterhin so machen? Immer mit diesem Aufnahmestopp? Dann suche ich mir irgendwas. Dann seht ihr meine Verzweiflung und dann... Kusch! Kusch! Ich springe einfach in den Brunnen rein. Tja. Es ist schon behindert. Weil ich so eine tolle Vorstellung gerade habe, was ich machen soll, außer das Tor aufbekommen. Ich versteife mich gerade so sehr auf den Gedanken, irgendwie. Ah, machst du. Für die Türen und irgendwie. Nee. Ich meine, vielleicht kann man auch von da oben runterspringen und dann drückt man hier drauf irgendwie aufs Rad, aber. Mal vielleicht unten zurück oder so? Nee. Oh Gott. Und Bobby hilft uns auch nicht. Der ist doch Bobby, oder? Die ganzen B-Namen hier schon da. Bruno, Bobby, Ben.
mal noch mehr. Kusch! Kusch! Haben wir Feuer unterm Hinter jetzt hier? Kusch! Kusch! Ach, das ist unglaublich hier. Weil wie schön ich da die Wippe hier alles so und dann so. Nein. Yay, hat sich voll gelohnt. Kommt der immer automatisch wieder runter? Ah, vielleicht sollten wir uns in der Zeit leichter machen, dann können wir da wegfliegen damit irgendwie. Ich versuch's nochmal. Machen wir uns erstmal hier normal leicht. Oh, oh, okay. Können wir in die Regenrinne? Und ich weiß auch nicht, fett. Ah, sehr schön. Jetzt sieh sich einer diese Sauerei an. Ich bin ja vollkommen durchnässt. Na, warte, du kleines Monster. Gucken wir mal hin jetzt. Brennen wir jetzt seine Sachen einfach, oder was? Hey, lass meine Klamotten in Ruhe! Hey. Kusch, verschwinde! Du hast schon genug Schaden angerichtet! Interagieren, aber wie? Ach, ja, so sieht halt meine Verzweiflung aus. Irgendwie immer weiter probieren, bis man irgendwann irgendwie total am. Kusch, du hast schon. Lass mein. Die runterpusten. Ich bin nur angeblöd von denen hier. Kusch, du hast. Kusch, du hast. Kusch, du hast schon. Ah. Hab ich noch was fallen gelassen oder so? Nee. Ich komme auch eh nicht darüber hier irgendwie aufs andere Dach. Ah. Ach, wie gut, dass heute nicht brennt. Warum macht die Kuh nichts? Kuh, rede mit mir. Das Geräusch irgendwie ein bisschen eklig ist oder so. Überhaupt nicht. Tja, wir sind schon am Ende. Und also ich bedanke mich. Nerven. Verschwinde! Du hast schon genug Schaden angerichtet! Vor allem mit den Ideen gerade. Das ist ja.
Nee, dann werde ich wieder alles selbst finden und so, wie es weitergeht. Weil ich möchte mich nicht belästigen, weil wenn das jetzt noch mindestens eine halbe Stunde so weitergeht, so wie sonst so im Durchschnitt, dann ist das, denke ich, ganz okay für euch, wenn ich das dann wieder selbst mache. Also bis dann, macht's gut!